Und willkommen zur neuen Channel News Part von Let's Play Mario Party, die Top 100. Ich freue mich auf einen neuen Part. Oder auch einen neuen Channel News Part. Let's go, genau. Heute würde ich ja gerne mal über die Woche sprechen. Wie immer, wie fast immer. Ja. Okay. Ja, Montag hatte ich einen schönen Tag. Also, ich würde sagen, wir machen erstmal ein paar Minispiele. Und neben dem Minispiel können wir quatschen. Wie immer. Aber ohne, dass die Kamera hier runterfliegt. Danke. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Einfacher sieht mal, ja, mit der Flasche ist besser hier. Auch nicht so einfach, aber ist alles gut. Mein Gott, bleib so stehen. Ja, das Corona. Okay, Montag. Nochmal. Das war lame. Tut mir leid. Okay, okay. Montag, wir ankommen vom Urlaub, war sehr schön. Also wie gesagt, der Urlaub. Serie oder auch Zeit war sehr schön. In diesem Tag kommt auch ein Urlaubsvlog oder es wird erklärt, was so geschehen ist im Urlaub. Was soll's? Ja, Urlaub war sehr schön. Und die letzte Woche, also die erste Woche nach dem Urlaub, war auch sehr schön. Hat mir ultra viel Spaß gemacht. Also, ja, war echt ganz geil, wirklich doch tatsächlich. Montag angekommen, haben schon Koffer ausgepackt und ich habe das erste Video hochgeladen und auch ein anderes Video habe ich auch hochgeladen, genau, Leute, wie immer, so, ja. Dienstag hatte ich auch einen ganz schönen Tag, da habe ich nämlich ein paar Sachen eingekauft für die Wohnung und auch ein paar Sachen für mein Zimmer. Ich habe nämlich so einen schönen Kaktus-Dingsbums, Palmengetränkbecher geholt, das wollte ich Ihnen ganz kurz mal zeigen. Dann müsst ihr eben mal ganz kurz darauf Acht geben, wie es aussieht. Ich hol's gleich. Also wenn das Minispiel dran ist, dann hole ich es gleich. Oder ich hol's einfach jetzt. Komm, ich hol's einfach jetzt. Komm, let's go. So, alles gut. Jetzt zeige ich euch hier ganz kurz, was ich hier mit meine. Also, ist echt eine gute Sache, Leute. Ja. Das kann man nicht als Strohhalm benutzen hier alles. Ist echt eine gute Sache auf jeden Fall. Es kann, ist keine Palmen-Dingsbums dran ist, aber ich finde es gerade nicht. Shit. Was soll's? Ja. Ist auch nicht so schlimm hier. Habt ihr das ganz gut gesehen? Hier ist so ein langes Ding hier. Also ist echt so lang, Leute. Ist echt gut, ey. Und dann kann man halt hier raus trinken. Ist echt gute Sache auf jeden Fall, Leute. Ja. Dann mache ich eben ganz kurz aus. Wo ist das war? Und wir machen Part
Oder auch Shellius, was soll's. Jetzt aber viel Spaß mit dem Projekt. Weiter geht's. Achso. Ich bin so schlecht, also alles gut. Ja, ich bin schlecht. Ach, okay, doch, Leute. Ja, aber okay, ja, ich war okay. Wie gesagt, da gibt es auch so ein Palmen, so eine Palmenbeschichtung. Ist auch ganz nice, doch, ist auch ganz nice, Leute, genau, ja. Ja, Zufall, machen wir wieder, genau. Okay, Leute, nicht wunderbar, nächstes Mal kommt auch eine Channel News, die kommt nur am Mittwoch, weil ich da noch was erzählen habe. Ich denke mal, den nächsten Tag, also mitten der Woche, kommt tatsächlich eine Channel News Folge. Aber da wird aus dem Urlaub erzählt und nicht die Woche. Deswegen, das wird dann aus dem Urlaub erzählt, die Woche und alles drum und dran, was aus dem Urlaub alles zu tun hat. Deswegen, nicht wundern. Also, die nächste Folge kommt dann früher als Sonntag. Na, okay. Mach ich die Fressen hier, genau. Oh Gott. Er ist der andere doof, er ist doch der andere doof, cool, ey. Sehr gut, genau. Okay, ist egal, ja, aber okay. What the fuck, aber war schwer. Er hat einfach den Rand gegessen, obwohl der Rand ganz okay ist, manchmal. Bei Pizza Hut ist der lecker, der Rand, aber nicht beim allen. Ist der Rand gut. Von der Pizza. Ich bin sowieso kein Pizza-Fan. Ich mag lieber Döner an, nicht tatsächlich. Irgendwas trinken, guten Gruß an alle. Lecker, schmecker, geil, scheiße, Leute. Okay, doch, jetzt geht's los. Mittwoch. Mittwoch war ich ganz gut, ganz kurz. Ja, Termin machen. Ich muss, wie gesagt, wegen meiner Hand wieder zum Termin. Ich fasse immer an, ich habe euch auch schon erzählt. Ich mache es seit ein paar Wochen schon und seit ein paar Tagen schon. Ja. So Gymnastik mache ich für meine Hände, dass die auch für sich wieder ganz normal okidoki bewegen können. Also ganz okidoki bewegen können. Darauf mache ich gerade ein Training. Also schon seit ein paar Wochen. Schon vor Urlaub schon angefangen. Habe ich auch jetzt seit 3 Wochen. Und mache ich ungefähr 2-3 Mal. Nicht gerne, aber einmal mache ich das mindestens in der Woche. Circa. Donnerstag war auch ganz gut, oder doch? Also wie gesagt, die kurze Woche ist okay. Die Woche ist ganz kurz, diesmal Leute, genau. Die Woche ist nicht so lang, wie ihr denkt, aber okay. Ja, Donnerstag war auch ein ganz guter Tag. Da haben wir uns ein bisschen amüsiert, haben das Einkauf, wie gesagt, ganz normal, wie immer fast. Ich war immer pro Woche eigentlich immer ja eingekauft, haben ein paar Sachen gekauft und ich war lecker Eis essen. Oh mein Gott, da muss ich euch eben auch das Bild eben zeigen. Oder auch welche zeigen. Ich war richtig lecker essen am Donnerstag. Boah, war das geil. Ich habe tatsächlich bei McDonald's das mega geilste Eis der Welt gegessen. Das mega geilste Eis der Welt gegessen, was es im McDonald's Restaurant gibt. Es heißt Trommelwirbel. Es heißt das Lochie-Eis. Ich habe probiert. Das ist richtig geiles Eis, Leute. Alter, das ist echt ultra krass geiles Eis. Das muss ich euch einfach nur empfehlen. Es schmeckt richtig krasses Eis und ist einfach richtig geil. Bitte probiert es einfach krass. Ist einfach nur ein krasses Eis. Wirklich sehr lecker. Apropos, ich kenne mir gerade ein Kaugummi hier. Lecker schmecker. Oh mein Gott. Das Eis ist so lecker. Ich hätte hier die Sorte, ich glaube, da gibt es auch noch eine Sorte. Watermelonsoße mit Pink Bubblegum Crispies. Die sind so lecker, also mega lecker. Mega leckeres Eis.
Auf jeden Fall sehr preiswert. Und von Lochis kann ich, hätte ich 5 € schon bezahlt, wenn ich das wenn ich das mal gekauft hätte. Ich wollte es ja letztes Jahr schon probieren, ja. Ich wollte es tatsächlich letztes Jahr schon probieren. Also das andere heißt, das heißt, glaube ich, Crazy Rob oder wie das heißt, habe ich vergessen. Das aber nicht. Ich habe überall gefragt, das war ausverkauft. Und hier habe ich es endlich bekommen bei uns. Ich habe es tatsächlich dieses Jahr endlich bekommen, also eine andere Sorte, aber leider habe ich nicht die andere Sorte bekommen, die mich noch ein bisschen mehr gelobt hätte, aber trotzdem ist das echt ein gutes Eis. Freitag war ich auf der Kirmes, ein bisschen Eis essen und ein bisschen rumgefahren. Ich war auch Achterbahn, ein paar Sachen gucken, haben uns ein bisschen umgeschaut, hab ein paar Brezel gekauft, also hab mir ein Brezel gekauft. Gibt echt leckere Brezel und da gibt es auch ganz leckere Heißgerichte wie Backfisch und so leckere Sachen. Ihr wisst das schon, Leute. Ist echt krasser Kirmesabend gewesen. Echt ein geiler Kirmeskramabend gewesen. Was soll's? Okay. Dankeschön. Samstag war ich auch ganz gut einkaufen. Hab mir ein paar Sachen geholt und ja. Ich musste einfach ein paar Dekorationssachen kaufen und ein paar Geburtstagssachen kaufen. Samstag, ja, war gut. Oh, schwer, na, oh. Das ist auch geil, ey. Aber okay. War gut, ich weiß, ja. Schon wieder, okay, schon wieder. Immer ich, ne? Immer ich gewinne hier, sehr gut. Okay, boah, ich hab noch überholt. Nein, ich hab einfach nur alle überholt, ey. Samstag, wie gesagt, ein bisschen eingeschaut, eingekauft. Ein geiler Tag auf jeden Fall und ja. Muss einfach mir was kaufen und ja. War ganz gut. Ich brauch einfach was. Und heute, am Sonntag, habe ich mir ganz schönen Tag gemacht. Heute habe ich mir nur was so drin geholt und ein bisschen wie entspannt und so zwischendurch immer Videos aufgenommen. Bis so geht nicht mehr. Hat mir ultra viel Spaß gemacht und ich hoffe, es hat auch euch heute auch gefallen. Das ist Play Part von MPTTIP anhört. Ist für heute beendet. Ich hoffe, ich freue euch drauf. Es kommt bald ein neues Part Gen wieder auf meinem Kanal. Aber nicht am Sonntag, sondern ich denke mal so Mitte der Woche oder bis Ende der Woche, so Freitag, Mittwoch, Donnerstag, denke ich mal, kommt ein neues Video und dann wird über den Urlaub erzählt. Das will ich auch noch loswerden. Jetzt sage ich, bis zum nächsten Mal, ich habe euch auch lieb und ciao, Leute.